Die alte Co-Vorsitzende der Partei Die Linke ist auch die neue. Janine Wissler ist auf dem Bundesparteitag in Erfurt mit 57,5% der Stimmen erneut zur Parteichefin gewählt worden. An ihrer Seite steht künftig Martin Schirdewan vom Thüringer Landesverband. Auch er erhielt in seiner Liste die absolute Mehrheit der Stimmen. Die Ampelkoalition lässt die Leute im Strich, die SPD vergisst bei den Entlastungspaketen die Rentnerinnen und Rentner, Studierende und Solo-Selbstständige. Die FDP schaufelt mit dem Tankrabatt Milliarden an Steuergeldern in die privaten Taschen der Ölmultis. Und Waffen, Waffen, Waffen sind das neue Grün. Ab Montag müssen wir uns vorbereiten auf die harten Verteilungskämpfe, die anstehen, angesichts der Inflation, angesichts der Zunahme der sozialen Ungleichheit in diesem Land. Und da müssen wir als Linke in die Offensive gehen, um Druck auf die Ampel zu machen und nicht das Feld den Rechten zu überlassen, dass die durch diese sozialen Verwerfungen noch Auftrieb kriegen. Der Parteitag soll für die Linke ein Neuanfang werden. Bei der letzten Bundestagswahl hatte die Partei nur 4,9% der Stimmen erhalten.